Hallo liebe Leute von Rust und hallo liebe Leute von ProPlay und hallo liebe Leute von PoxPlays. Und hallo auch an Pox. So, wir sind hier auf dem Lost Rust Server und haben jetzt eben gerade uns ziemlich lange versucht uns zu finden. Das hat mal wieder eine Stunde gedauert und ihr seht da oben diesen Turm und ja, wir wollen euch ganz kurz hier mal diesen Turm da zeigen. Haben hier gerade auch schon einen getötet. Um euch ein bisschen das aktuelle Spiel zu zeigen. Der Bio Community Server ist nämlich zurzeit offline. Und das heißt, auch da sind wir wieder tot. Und deswegen, bevor wir jetzt hier kurz anfangen zu bauen, zeigen wir euch mal ganz kurz hier diesen Turm. Ja, was es hier so alles Schönes gibt. Und was haben wir denn da? Hat er schon eingesammelt. Da war ein Wolfsschädel und Wolfsfleisch drin. Hier haben wir auch noch eine Tür. Sehe ich gerade. Hey. Oh, nehm alles mit. Feuer mit Foundation Plan. Oh, was ist denn hier drin? Metal Ore. Metal Fragments. Metal Fragments. Ist schön. Das ist gut, aber brauchen wir jetzt nicht mitnehmen, lass das den Leuten mal, ne? So, was haben wir denn hier alles? Hier ist so ein schöner großer Raum. Okay, gut. Also wir haben das dann vor, auch auf dem Vio Community Server zu machen, damit man halt mal ein paar markante Anhaltspunkte hat, ja? Ihr seht, hier wurde alles schön mit Licht ausgeleuchtet, dass man hier wirklich alles sieht. Und man sieht ihn wirklich aus der Entfernung, auch wenn es dunkel ist, es leuchtet richtig hell. Ja. Auf jeden Fall, vor allem haben die... Nein, liebe Leute, lest ihr das gerade? Oh nein. Oh nein, schon wieder ein Patch-Update. Nein, und das mitten während der Aufnahme. Also ihr seht, es gibt immer noch Patch-Updates und deswegen, wir zeigen das jetzt kurz. Wir machen heute nur eine kurze Folge. Ja, sie sollte eigentlich 15 Minuten gehen, dann machen wir wirklich eine kurze, knappe Folge. Und hier steht auch, es gibt wieder ein Vibe. Also zum Glück haben wir jetzt nichts angefangen zu bauen, aber ihr könnt hier wirklich mal gucken, wie das hier schön aussieht. Dieser Seed ist wirklich wunderschön, muss ich sagen. Also auf dem Lost Rust Server lohnt sich das, ja? Ja, kann und, echt mal sagen, guckt mal vorbei. Ja, und ja, wir machen ja am Freitag noch unseren Livestream. Also wenn ihr da dabei sein wollt, noch ist alles offen, ob es Rust wird. Wobei Rust gerade, glaube ich, sehr weit vorne steht, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich würde aber auch sagen, wir können so einen kleinen Game-Mix machen. Ein bisschen Rust, ein bisschen Starforge, ein bisschen mit der Community spielen. Ja. Und ist der Server weg. Ist der Server weg. Tja, liebe Leute, so schnell ging's. Also, wie gesagt, heute fällt die Folge aus wegen den ganzen verschiedenen Updates. Wir wollten euch da nicht nochmal langweilen eigentlich mit dem Aufbau. Ja, solange da die ganzen Updates sind. Und deswegen, ja, nehmt uns das nicht übel. Wir waren hier, ich zeige es noch einmal auf den Lost Rust Community Server. Und wie gesagt, jetzt gibt's wieder Updates. Und das heißt, ja, alle dürfen jetzt erstmal wieder updaten. Und wir sehen uns dann wieder morgen bei Starforge. Bro, bevor du dich jetzt verabschiedest, ich könnte ja noch ganz kurz lesen, was in den Patchnotes steht, dass wir nicht nur 3 Minuten haben, sondern 4 Minuten. Ne? Die Patchnotes, es gibt nicht wirklich Patchnotes. Das ist es ja. Es gibt für die Experimental gibt's keine Patchnotes. Additional items may be added to the state. Slightly increased grass tapering distance. Ja, das ist alles aber von letzter Woche Freitag schon. Das hatten wir schon. Doch. Da steht 15.09. dran. Wo hast du denn das gesehen? Auf rustguide.info. Rustguide.info? Cool, Leute, da muss ich dann auch mal gucken. Also dann sag ich hier schon mal an dieser Stelle tschüss, während der Pox das jetzt noch weiter vorliest. Ja, ich habe jetzt schon 2 Punkte vorgelesen. Erhöhte Grasdistanz. Also, ihr seht mehr Gras. Graspatch, Vertex. Es sind alles grafische Updates. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht großartig vorlesen. Es sind grafische Updates, kosmetische Updates. Und in diesem Sinne. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.